So Leute, und da bin ich auch schon wieder. Auf geht's in die nächste Runde, beziehungsweise in die nächste Aufnahmesession, beziehungsweise Aufnahmeteil. So, wir wollten in den Lagerraum, aber ich lasse jetzt einfach mal labern. Wir machen uns jetzt mal einen Spaß. So, Lampe machen wir eben aus. Los, hau die Tür ein. Hau sie ein. Was kaputt. Och komm, ich mach doch. Sei doch nicht so. Also. Was mir gerade auffällt, sollte man mein Headset richtig aussetzen. Ja, du knurrst. Ich weiß. So, darf ich denn jetzt wieder rauskommen oder wolltest du mich noch töten oder wie? Freie Bar mit Marzipan. Aber hier gehen wir trotzdem vorher rein, weil hier liegt, glaube ich, noch was. Auch wenn es nicht viel ist. Liegt hier überhaupt was? Doch. So. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir einfach mal nach links. Mal ein bisschen Leuchtung hier und sind jetzt im Zellenbereich 4. Lagerraum hier runter. Ach, da ist noch eine. Okay. Tür machen wir mal kurz zu. Machst du Truhe bitte auf? Hallo? Warum geht das nicht? Ach so geht das. Naja, sag doch das. Wenn ihr mir das nicht sagst, dann weiß ich auch nicht warum. So, diesen Behälter brauchen wir. Boah, sieht ja lecker aus. So. Machen wir mal ein bisschen Krach machen hier. Jetzt kommt sowieso gleich ein Monster. Das weiß ich nämlich jetzt schon. Ja. Okay. Ja, nicht wundern, das mache ich immer so. Kommt hier runter. Obwohl, wäre jetzt ein Nachteil, wenn ich sterbe, weil ich glaube, dann spawn ich wieder an einem ganz anderen Punkt. Haben wir's? Wenigstens ist ein bisschen Licht hier drin. Ja, okay. Jetzt gehen wir in die Küche. Zurück. Was war eigentlich hier? Ach so, das war das Ding, wo wir nicht weiterkommen. Okay. Bereich 4 kennen wir schon. Oh Daniel, du läufst ja wunderbar.
Ist ja Wahnsinn. So. Ich glaube, nachher müssen wir hier hin. Okay. Ich sage jetzt nichts mehr, wo wir hin müssen. Weil ich laber nur Scheiße. Was mir jetzt selber mal so aufgefallen ist. So. Ne, Lagerraum, da wollen wir nicht hin. Wir müssen in die Küche. Schön lecker halbe Schwein auf Toast jetzt machen. Die Soundkulisse in diesem Spiel ist echt Hammer. Da denkt man, jeden Moment um die Ecke steht ein Monster und schmeißt irgendwelche Kisten durch die Gegend. Ja. Jetzt können wir mal ein bisschen laufen. So. Wow. Was nu? Hä? Was? Ich hab nichts gemacht. Alter, geh weg. Wieso kommt das jetzt schon? WTF? Lief mir bloß in Ruhe. Oh, geh mal zum Arzt, du hast dich scheiße an. Da. Wundert mich jetzt nur ein bisschen, dass kein Vieh hier ist. Ja, Musik ist jetzt mal gut, ne? Ja, voll die Tür kaputt gemacht, ey. Alter, schickte Rechnung. Aber volle Kante. Achso, das ist gar keine Kiste. Naja. Oh, einmal Laudanum. Oh, zwei Zünderbox. Hm, die nehmen wir mit, auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt nehmen wir erstmal hier ein Glas Säure mit. War denn hier sonst noch etwas? Oh, einmal Öl. Hm, zweimal schilliges Brot. Da kriege ich doch sofort Hunger. Gut, einmal was zu lesen. 3. August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brennenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters, and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom.
Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Schön. Hast du einen neuen Freund gefunden? Ach ne, brauchen wir jetzt gar nicht mehr. So. Und trotz dessen, dass ich jetzt nicht genau weiß, ob nochmal ein Monster auftaucht, werde ich die ganze Zeit hier weiter crouchen. Tralalalala. Aber der Vorteil ist, den Gefängnispart haben wir fast schon fertig. Ich muss jetzt nur noch eine bestimmte Tür finden. Mal kurz gucken, ob das vielleicht hier war. War das hier? Irgendwie sagt mir diese Stelle jetzt gar nichts. Aber hey, gucken einfach mal rein. Oh, das ist eine Note. 4th of August, 1839. The nightmares woke me in the early morning. And for a moment, I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me. And he answered that things can be done, but at a price. Ja, das ist ja sehr interessant. Ich bin immer wieder beeindruckt, was der Kerl hier für eine Scheiße labert. So, aber irgendwie bin ich hier nicht richtig. Ich möchte ja eigentlich jetzt... Wow! Was habe ich gemacht? Geh mir bloß weg, du. Ich würde mal sagen, das ist ja ein sehr guter Zeitpunkt, um einen Schnitt zu machen. Ja, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, würde ich auch sagen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Kegel-Let's-Player. Bis dann, ciao Leute.